Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschek mittendrin, live aus dem Bundestag in Berlin. Und jetzt viel Spaß mit Hartmut Koschek. Der Deutsche Bundestag hat heute Roland Jahn zum neuen Beauftragten für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit in der ehemaligen DDR gewählt. Das ist der dritte Beauftragte, den der Bundestag nach Joachim Gauck und Marianne Birtler gewählt hat. Roland Jahn ist eine eindrucksvolle Persönlichkeit, der im engagierten Widerstand zum DDR-Regime, zur SED-Diktatur stand, und zwar von frühester Jugendzeit an. Er ist dann gegen seinen Willen ausgebürgert worden, also teilt das Schicksal anderer Persönlichkeiten aus der ehemaligen DDR, wie zum Beispiel Wolf Biermann, war dann ein sehr engagierter Journalist, der sich auch in der Bundesrepublik und auch vor allem nach der Wiedervereinigung sehr für die journalistische Aufarbeitung des SED-Unrechts eingesetzt hat. Mit seiner Wahl heute dokumentieren wir, dass es für uns keinen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Deutschland geben darf. Ich selber habe als junger Abgeordneter nach 1990 im ersten gesamtdeutschen Bundestag am Gesetz über den Umgang mit den Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit damals mitgearbeitet. Und dieses Gesetz und auch der Bundesbeauftragte ist ein Erbe des demokratischen Widerstands der mutigen Frauen und Männer, die als Bürgerrechtsbewegung mutig gegen das SED-Regime gekämpft und den Weg für die deutsche Einheit entscheidend mitbereitet haben. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Roland Jahn die großartige Tradition von Joachim Gauck und Marianne Birtler als Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR fortsetzen wird.